Die Verletztenliste beim FC Bayern ist lang. Vor allem in der Offensive läuft der Verein auf Krücken. Mit Robert Lewandowski und Kingsley Coman sind nur noch zwei gelähmte Angreifer fit. Doch für Bayern-Trainer Jupp Heynckes eröffnet sich dadurch eine große Chance. Die Etablierung von Nachwuchsspielern. Ein Thema, das in München in den letzten Jahren sehr kurz kam. Mit der Eröffnung seines neuen Nachwuchszentrums in diesem Jahr hat der Verein bereits einen Großangriff in der Jugendarbeit angekündigt. Die aktuelle Situation könnte aber schon jetzt verheißungsvolle Offensivtalente auf dem Platz spülen. Zum Beispiel Manuel Winzheimer. Der 18-Jährige spielt zwar noch in der U19, kommt aber schon regelmäßig in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Der Mittelstürmer gilt als extrem treffsicher, durfte sogar im Sommer mit auf die Asienreise. Zuletzt stand der Youngster gegen Celtic Glasgow erstmals im Kader der Profis. Fürs offensive Mittelfeld kommen Fabian Benko und Timothy Tillmann in Frage. Beide sind fester Bestandteil der Münchner Reserve und haben großes Potenzial. Und auf dem Flügel ist der 21-jährige Milos Pantovic eine ernsthafte Alternative. Das Restprogramm in der Liga bis zur Winterpause ist für die Bayern machbar. Es warten noch die Aufsteiger Hannover und Stuttgart, dazu schlusslich Köln und Eintracht Frankfurt. Zeit für Experimente mit der Jugend?